euer Gitarrenspiel am Rechner aufnehmen und das für gerade mal 13 Euro? Das ist möglich mit diesem Kabel. In diesem Kabel ist im Stecker bereits ein Soundinterface von C-Media integriert. Das heißt, nach dem Einstecken wird es als Audioquelle erkannt. Wir stecken also das Kabel in unseren Rechner und überprüfen nun, ob es sich als Hauptaudioquelle eingerichtet hat. Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste und wählen Soundeinstellungen öffnen. Wie wir sehen, hat es sich eingerichtet als Hauptaudioquelle. Das wollen wir nicht. Ihr stellt das bitte wieder auf euren Lautsprecher und auch auf euer Mikrofon, sofern vorhanden. Nun verändern wir noch überprüfen die Herzzahl. Dazu gehen wir rechts auf die Sound-Systemsteuerung, Einstellungen und wählen oben Aufnahme und wählen dort das C-Media-Mikrofon mit einem Doppelklick aus. Oben im Reiter auf Erweitert und wenn nicht schon geschehen, stellen wir das auf 48.000 Hertz, um Kompatibilitätsproblemen von vornherein aus dem Weg zu gehen. Wir bestätigen mit OK und können das Fenster nun schließen. Jetzt befinden wir uns auf der Reaper-Webseite. Hier wählen wir oben den Download-Bereich und haben dann auch gleich zwei Versionen für Windows zur Auswahl. Einmal die 64-Bit-Version und die 32-Bit-Version. In der Regel solltet ihr mit der 64-Bit-Version zurechtkommen. Wir machen einen Doppelklick und die Lizenzvereinbarung, die akzeptieren wir. Jetzt ist es hier wichtig, eine portable Installation zu wählen. Was heißt, ist es nicht wichtig, ist es empfehlenswert, da ihr das gesamte Installationspaket später einfach auf einen USB-Stick packen könnt und es so eigentlich von Rechner zu Rechner mitnehmen könnt. Das ist sehr komfortabel und kann ich nur empfehlen. Einstellungen können wir nicht großartig verändern und wählen Installation. Nach der Installation werden wir auch gefragt, ob wir das sofort starten möchten und da wählen wir Ja aus. Hier wird uns auch direkt erklärt, dass wir noch kein Audiogerät ausgewählt haben, was wir jetzt hiermit tun. Für den Anfang reicht es völlig aus, die Wasapi-Treiber zu benutzen. Also oben in der Leiste Wasapi auswählen, unten sehen wir, es hat eine Latenz von 10 Millisekunden. Bei Input Device wählen wir jetzt das C-Media-Mikrofon aus, das ist wichtig. Und bei Output Device, das lasst ihr dann in der Regel auf Default oder wählt halt eben eine andere Lautsprecherquelle. Wichtig ist, das ist der Output. Mehr müssen wir auch gar nicht einstellen und bestätigen das mit OK. Hier werden wir nochmal darauf hingewiesen, dass es sich um eine Testversion handelt und wir werden auch darum gebeten, über einen Kauf nachzudenken, was angesichts des geringen Preises auch nicht so abwegig ist. Wir maximieren das Programm und sehen auf der linken Seite die Tracks und unten die Lautstärkeregler, beziehungsweise noch nicht. Wir fügen einen hinzu, Insert New Track und machen nun diesen Track aufnahmebereit. Die Gitarre noch einstecken und dann kann es auch eigentlich losgehen. Seid ihr mit allem fertig, startet ihr die Aufnahme. Der Übersicht halber könnt ihr mit dem Mausrad das etwas zusammenziehen und euch erstmal euren Track anhören. Natürlich könnt ihr weitere Tracks hinzufügen, um so natürlich auch anderes Gitarrenspiel noch hinzuzufügen, einmal gezupft, einmal geschlagen, was euch so einfällt. Wenn euch das Video geholfen hat, die ersten Schritte ins Recording zu machen, dann lasst doch ein Like da, ein Abo auf allen sozialen Medien, die ihr so zur Verfügung habt und besucht uns auf www.gitarrenspieler.com.